Es gibt jetzt ja auch viele renommierte Wissenschaftler, die sagen, dass mit dem menschengemachten Klimawandel, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es gibt da keine fundierte wissenschaftliche Grundlage. Was sagen Sie dazu? Also die renommierten Wissenschaftler sind mir unbekannt. Leonard Bengtsson, der ehemalige Direktor vom Max-Planck-Institut hier in Hamburg für Klimatologie. Mingini, der Universität Heidelberg, es gibt den Oregon-Appell Heidelberg oder die Oregon-Petition Heidelberger Appell. Jetzt waren gerade 90 Geologen und Physiker aus Italien, alles Professoren, hochrenommierte Leute, die sagen alle, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ich habe da auch selbst mal tiefer reingeschaut. Man sieht, es gibt keine Experimente mit dem Treibhauseffekt, der nicht falsifiziert worden ist. Es gibt keine Korrelation zwischen CO2-Temperaturanstieg. Die Modelle, das sagt der IPCC selbst, dass das Klimasystem ein chaotisches, nicht lineares System ist, was nicht vorhersehbar ist. Und man sieht, die Modelle, die können noch nicht mal rückwirkend den sogenannten Hiatus, die Wärmepause zwischen 1998 und 2013 vorhersagen. Insofern, wo ist da die Wissenschaft? Es gibt einen absolut riesigen wissenschaftlichen Konsens, der den Klimawandel bestätigt. Das sind über 99% aller Studien. Und ich glaube, eigentlich sind wir in Deutschland, haben wir den Luxus, dass wir über Klimaleugnung nicht mehr diskutieren müssen. Aber wie gesagt, es gibt die Stimmen. Geht's um, geht es, was sind Sie für eine geht es Channel? Ich bin ein YouTuber, ich stelle kritische Fragen. Okay, machen wir jetzt das Interview weiter?